Ich fahre weiter, indem ich am Anfang zwei leere Seiten einfüge. Ich setze den Cursor ganz an den Anfang meines Textes und drücke Ctrl Return zweimal. Ich scrolle nach oben und sehe hier den Seitenumbruch. Füge einige Absatzmarken ein. Wenn bei Ihnen diese Marken nicht erscheinen, dann müssen Sie bei Datei Optionen, bei Datei Optionen hier Word Optionen Anzeige, dann können Sie hier diese Formatierungszeichen anzeigen lassen. Ich habe alle ausgewählt. Es gibt auch hier noch Optionen für die Ansicht. Okay. Hier vorne kommt der Titel hin. Luzern ist ein Besuch wert. Diesen Titel können Sie jetzt frei formatieren. Nicht unbedingt mit WordArt, ist nicht sehr originell. Sie können irgendeine eine Schrift wählen, eine Größe und so weiter, eine Farbe. Sie können den zentrieren, nach unten versetzen, wie auch immer. Wir gehen jetzt auf die nächste Seite, hier, machen ein bisschen Platz und wir wollen hier das Inhaltsverzeichnis einfügen. Das Inhaltsverzeichnis wird erzeugt, indem das Programm die Überschriften 1, 2 und 3 sammelt und untereinander darstellt. Ich gehe also jetzt oben im Menü zu Verweise. Verweise, dort ist das Inhaltsverzeichnis und hierzu Inhaltsverzeichnis. Ich will mir dieses Inhaltsverzeichnis automatisch einfügen lassen, automatische Tabelle. Und ich schaue, was passiert. Ich habe hier die Überschrift 2 eingerückt, diese Überschriften 3 und so weiter. Ich kann die auch einzeln bearbeiten. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Verzeichnis 2 habe und die irgendwie herausstellen will, ich nehme jetzt etwas Auffallendes, ich nehme die grün, dann sieht man, ich kann die Überschriften einzeln auch wieder formatieren. Ich kann sie mehr einrücken, ich kann sie intensiver darstellen, wie auch immer. Das ist die Überschrift. Wenn man eine andere Überschrift will, mit Dezimalklassifikation, dann muss man hier oben dieses Menü wählen. Und man kann sich da etwas aussuchen, zum Beispiel dieses. Dann hier schauen. Jetzt haben wir hier bei Überschrift 2, 2.1. 2.1.1 für Überschrift 3. Diese Formatierung müssen wir wieder rausnehmen. Selbstverständlich ist das hier nicht keine Überschrift. Das muss man wieder korrigieren. So. Dafür wähle ich hier eine Überschrift. Und zwar Überschrift 1 hier. Ich gehe wieder zurück zum Inhaltsverzeichnis und schaue, ob das korrigiert ist. Ich kann das Inhaltsverzeichnis aktualisieren. Felder aktualisieren. Gesamtes Verzeichnis. Und jetzt habe ich hier eine Dezimalklassifikation. Überschrift 1, Überschrift 2, Überschrift 3. Für eine Arbeit, selbstständige Arbeit oder Fachmaturitätsarbeit werden Schüler dann eben manchmal diese Dezimalklassifikation.